Thank you so much. Abend. Läuft super, Ernst. Das ist ja herrlich. Wenn wir uns ganz kurz noch mal selbst vorstellen dürften. Mein Name ist Willi Naumann, das ist mein bester Freund Ernst Schneider. Wir sind Rentner. Und was für Sie ganz entscheidend sein dürfte, wir sind immer noch Single. Ja, das läuft. Ja, und ich habe sehr wohl die gierigen Blicke da vorne gesehen, nicht wahr? Nein, das ist, normalerweise kenne ich dieses Funkeln und dieses Blinken nur nicht aus der Notfallbehandlung, ne? Also, sag ich mal, wenn da am OP-Tisch einer liegt und das blinkt, dann weiß es ist eng, aber da vorne, Donnerwetter. Nein, ich muss das wirklich sagen, hier steht der Thermomix unter den Singles. Ja. Ja, es ist wirklich, ich sage es euch, ohne Ende Funktion und immer auf Standby, nicht wahr? Du hast jetzt nicht wirklich gesagt, du wärst der Thermomix unter den Singles. Doch, habe ich gesagt. Was heißt das denn? In einem halben Jahr stehst du nur noch in der Ecke rum, keine Sau interessiert sich für dich und du hast 2000 Euro gekostet? Ja, aber ich habe WLAN. Ich kann Regionen im Körper ansteuern, die spürst du gar nicht mehr, mein Freund. Da vorne, Sie haben Ihre Quietscheente mitgebracht. Ich würde mit Ihnen jederzeit in die Badewanne steigen. Das, ja. Er hat noch nicht mal Seepferdchen. Das Tier ist ja ein Wassertier, das braucht ja seine natürliche Umgebung. Lass doch mal. Da vorne, auch wunderbar, da ist sie, guck mal. Das ist wirklich da vorne. Wirklich. Hier vorne ist die Königin der sieben Weltmeere sitzt da vorne. Ich bin begeistert. Ja, und hier steht der Fluch der Karibik. Doch, musst du nicht machen. Jetzt hört doch mal auf, was ist denn los? Ich bin aufgeregt. Ernst? Ja. 13 Uhr. Nee, wir haben abends, hör auf. Verstehst du? Augen auf 13 Uhr. Am Gang. Zwei Kretzscher. Hoi. Hoi. Das ist sogar 13.13 Uhr. Ja. Ernst, da sind zwei Frauen, die sind richtig gut drauf. Und wir sind auch gut drauf. Und wir haben noch zwei Tabletten. Junge, wie soll ich es sagen? Das ist Makoma. Da fließt das Blut in die falsche Richtung. Das ist bei dir nicht zielführend. Das ist. Scheiße. 2 mal 0 ist 0. Ne? Oh, das war nicht politisch korrekt. Das wird rausgeschnitten vom ZDF. Da habe ich gerechnet. Da sitzt jetzt schon einer über Betragungswagen. Schnipp, schnapp, das sag ich dir. Nein, du musst heutzutage wirklich aufpassen mit politisch Korrektness. Das stimmt. Das will man ja auch. Sag mal, aber warum? Du trägst ja 2 One-Love-Binden, kleines Frettchen. Ja, schmöchens. Hör auf, mich Frettchen zu nennen. Ja, ich habe noch nie ein Frettchen mit One-Love-Binde gesehen. Das ist ernst. Wie laufen die überhaupt? Ich bin Willi, scharf wie Chili. Ich bin kein Frettchen. Mein lieber Freund, nix an dir ist scharf. Der kommt mir manchmal vor wie ein Schweizer Taschenmesser. Was? Natürlich, du bist wie ein Schweizer Taschenmesser. Im Ernstfall kriegst du die richtige Klinge nicht raus. Ne? Das ist ja immer so. Dann ist er immer so, Korkenzieher, Zahnstocher. Frettchen, warum hast du 2 One-Love-Binde, ne? Mann, weshalb trage ich die? Ich möchte ein Zeichen setzen und ich habe Hühnerprodukte in der Hose. Das ist eine vollkommene Übertreibung. Du hast doch keine Hühnerprodukte, du hast Storchenbeine, ach so. Der Hühnerschenkel an sich ist kräftig, wohlgeformt und durchtrainiert. Lass. Verstehst du? Ja, bitte, guckt ihn euch mal an. Dreh dich mal rum, hier. Dreh dich mal rum. Und was seht ihr hier? Kein Arsch in der Buchs, du.
Mein lieber Freund, wie habe ich früher gesagt, lieber Storch, du dauerst mich, hast du schöne rote Beine, aber Waden hast du keine. Das ist... Ha, ha, ha. Trotzdem möchte ich jetzt meine Erklärung vorlesen. Ja, richtig, das ist wichtig. Obwohl ich der Ältere bin, bin ich der Attraktivere. Das ist... Ach nein, das war nicht die Erklärung, die ich meinte. Das war nicht die Erklärung? Aber vielleicht wie ist die Erklärung? Nicht vorher mal die Damen ein bisschen kennenlernen. Ja, ja. Passen Sie auf, wir machen das wie folgt. Wir stellen Ihnen Fragen, Sie beantworten die mit Handzeichen. Ja. Wir machen mit, dann erfahren wir was ja. über Sie und Sie über uns. Richtig. Ja? Deswegen, wie nennt man einen Delfin in Unterhose? Slipper. Nein, sowas steht in der Apothekenumschau, verstehst du? Und deswegen wunderst du dich, warum ältere Menschen nicht mal Tabletten nehmen. Die müssen das ertragen. Okay, die erste Frage. Wer von Ihnen war schon mal an Fastelovend als Indianer verkleidet? Ja, oh, ja, das ist politisch. Ja, waren noch einige. Sehr schön. So, wer hat schon mal Mohrenkopfbrötchen gegessen? Hi! Ja, ja, jetzt wird es gefährlich. Ja. Wer, jetzt wird es interessant bei der Mädchensitzung, wer war bei den Sternsingern schon mal schwarz angemalt? Sie waren schwarz angemalt. Welche Pfarrei war das? In Marienburg, ja. Da siehst du mal. Da ist einiges möglich, ja, ja. Da reicht der lange Arm von Wölki nicht hin, verstehst du? Wobei, Wölki, wer darf als Einziger mit dem Zollstock in die Kirche? Der Messdiener. Nein, das ist... Ja, das ist der Liebling. Das ist politisch schwierig. Deswegen, da muss man aufpassen. Jetzt hört er mal auf. Wer von Ihnen hatte schon mal Corona? Sehr sichere Veranstaltung, sehr sicher. Wer hatte schon zweimal Corona? Ja. Wer ist kurz vorm dritten Mal? Es ist nur ein Kratzen, es ist nur ein Kratzen. Keine Angst, es ist harmlos. Aber ich möchte jetzt trotzdem nicht, dass mir falsch verstanden werden. Ich verlese jetzt unsere Erklärung, ernst. Ja. Du hast eine schöne Figur für dein alter Frettchen, wirklich. Das ist... So viel Platz hätte ich mal gerne in der KVB, wie da hinten in deiner Hose ist. Du. Willi und Ernst erklären hiermit, dass wir nur Spaß machen wollen und mit dem, was wir hier machen, keinen beleidigen oder verletzen wollen. Ja, denn wir lieben alle Menschen. Ja. 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 Denn wir lieben alle Menschen, egal welche Herkunft, egal welche Religion, egal welche Sexualität. Nur wir lieben alle Menschen, sogar die Holländer, nicht wahr? Ja. Doch. Ich winke immer, wenn ich die sehe. Der ein oder andere hat manchmal ein Kippeling dabei. Musstest du das jetzt erwähnen? Ich mag so gern verkandeln. Ich möchte das. Denn uns ist es komplett egal, wie jemand lebt und liebt, zählt nur der Mensch. Ja. Des Weiteren wollen wir hiermit festhalten, dass wir bei unserem Auftritt nicht gendern. Und das machen wir nicht, weil wir was gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau hätten, sondern weil wir uns die zusätzlichen Kosten für die Haftcreme nicht leisten können. Ja? Ja? Dieses kleine Frettchen hat schon 3 Sterne gesprochen. Da war nur einer im Text. Das sieht ganz befremdlich aus. Willi und Ernst sind Freunde der Gleichberechtigung. Und natürlich sollen Frauen genauso viel verdienen wie wir. Ja. Da wäre aber ein Rückschritt für die Frauen. Ich kenne mal. Wie normale Männer. Ja. Willi und Ernst treten ein für Gleichberechtigung, Gewaltfreiheit, Kampf dem Rassismus und sexuelle Freiheit. Ja. Obwohl wir nicht viel Erfahrung damit haben, nicht wahr? Das ist. Ich plädiere für einen Buttstock in Köln, nicht wahr? Das würde sich. Denn für Willi und Ernst geht es nur Menschen und Vollpfosten. Und diese Vollpfosten, die können alles sein. Die können auch mal weiblich sein, die können männlich sein, die können dunkelhäutig sein, die können weiß sein. Die können Islamer sein. Wie? Islamer. Wen meinst du? Die Islamer, das sind die radikalen Moslems. Die Nein, du meinst Islamisten und natürlich sind das Vollpfosten. Aber das Wort Islamer, das gibt es überhaupt nicht. Jawohl, ihr das Wort Islamer. Nein, das Wort gibt es nicht. Ihr wohl, natürlich, ein Schneck Islamer als ein Eidex. Natürlich, das zählt man so. Ich habe schon einige gesehen davon, nicht wahr? Natürlich, ne? Und deswegen, das ist... Ernst!
Du musst Sätze bilden. Das ist aber bitte, der hat. Ernst? Doch, red mal so mit einem vom Ordnungsamt, die lassen dich fahren. Da haben die Brüder keine Lust zu, ne? Hier, stopp, Fahrzeugkontrolle, Führerschein, Papiere. Fahren Sie weiter. Mann, du musst wirklich Sätze bilden, du machst das immer mehr. Ein Satz besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Ja, das sagen viele. Nein, es ist so. Ich habe mich mit Sprache auseinandergesetzt. Ich habe da was festgestellt, was jetzt Ihnen nicht unbedingt gefallen wird. Aber ich habe festgestellt, Arbeit ist weiblich. Es heißt nämlich die Arbeit. Im Umkehrschluss heißt es der Alkohol, der Fußball, der Mittagsschlaf, der Sex. Alles männlich. Das ist ein Zeichen. Nö. Ja. Nö, 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 nö. Das heißt aber doch die Kneipe. Nö, die Kneipe oder die Gaststätte. Solange der Tresen ist, ist alles in Ordnung. Aber das ist es nicht mehr. Der Tresen. Der Tresen. Wir haben eben noch am Tresen gestanden. Wir waren im Heumarkt, schön gegenüber, ne, auf der anderen Seite. So, und vor uns am Tresen, da war hier einer aus Düsseldorf, einer aus Bonn und so ein Kölsche, ne? Und wirklich, da muss ich erzählen, ich bin immer noch traumatisiert. Wirklich. Ja, wirklich. Und auf einmal geht die Türe auf. Es ist immer toll, wie du Türen spielst, Ernst. Ja, ich kann auch eine Schwingtür. Na, scheiße ist es immer, wenn du eine Glastür hast, ne? Das ist der Moment, da hat er sich im Übertragungswagen ins Höschen gemacht, ich war. Oder? Ernst, was soll das jetzt sein? Drehtür. Häufig stehe ich abends bei mir vom Spiegel und rufe immer wieder nach oben, lieber Herrgott, wirf Steine oder Hirn, Hauptsache du triffst mich, aber es tut nichts. Ernst, jetzt erzähl, was uns in der Kneipe passiert ist. Ja, wie gesagt, wir sind in der Kneipe und auf einmal geht die Türe auf. Und da kommt der Jesus rein. Jesus, komm in die Kneipe. Naja, auf jeden Fall hätte er so eine Frisur gehabt. Vielleicht war das auch der Anton Hofreiter von den Grünen. Nein. Doch, nein. Der läuft ja auch so verzottelt rum. Nein, der Hofreiter hat nichts mehr zu sagen. Stimmt, der hat keine Message, der hat nur die Haare schön. Richtig, ja. So. Das war Jesus. Das war Jesus. Ja. Auf jeden Fall, da springt der Düsseldorfer auf und sagt, Jesus, was machst du denn hier? Und dann sagt der Jesus, beruhig dich, mein lieber Düsseldorfer. In Düsseldorf geborener. Ich hatte gerade oben nichts zu tun. Falls jemand von euch Schmerzen hat, ich könnte heilen. Da sagt aus Düsseldorf, ja gut, dass du da bist. Ich habe immer so Schmerzen hier am Rücken. Könntest du mal gucken? Sagt der Jesus, kein Problem. Geht hin. Leg die Hand auf den Rücken, sind die Schmerzen weg. Springt er aus Bonn auf, sagt Jesus. Der hatte so eine Stimme. Ja. Jesus. Ich habe mich selber erschrocken. Jesus. Ich habe immer so Schmerzen am Oberarm. Könntest du mal gucken? Sagt der Jesus, kein Problem. Geht hin, leg die Hand auf den Oberarm, sind die Schmerzen weg. Da will Jesus gerade in Richtung von dem Kölsche hingehen. Streckt die Hand aus, schreit der Kölsche. Fass mich nicht an, ich bin noch 4 Wochen lang krankgeschrieben. Ja. So. Ja. Und das ist pfiffig, nicht wahr? Das ist pfiffig. Ernst? Das, ja. Die Frau aus Marienburg lächelt mich immer noch an. Glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick? Immer. Ich auch. Ich auch. Sie haben das schon gesehen. Wenn er sich so am Höschen zieht, hat er Witterung aufgenommen. Ich weiß, das geht jetzt vielleicht für Sie alles ein bisschen schnell. Aber ich bin wirklich an einer festen Beziehung interessiert. Von langfristig kann bei mir nicht mehr die Rede sein. Ja. Ganz kurz, ich weiß, ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich spüre zwischen Ihnen und mir, das kann perfekt werden. Nein, wie schön, das war ein Filmzitat. Ja. Das war aus Findet Nemo. Ja, das war, als der kleine Guppi aus der Toilettenspülung auftaucht.
Ja! Nein! Hör auf! Hör auf! Doch, ich weiß es noch. Und dann kam jemand, hat abgezogen. Glauben Sie wirklich an das Glück der Liebe? Ja. Kennen Sie Schnick, Schnack, Schnuck? Schere, Stein, Papier. Passen Sie auf, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Folgende Regel, wenn ich gewinne, darf ich Sie gleich noch mal ansprechen. Mein lieber Freund, die Frau trägt einen Ring am Finger, das sehe ich durch die Handschuhe. Sie wird gefangen gehalten, verstehst du? Wenn ich gewinne, darf ich Sie noch mal ansprechen. Wenn Sie gewinnen, bekommen Sie meine Telefonnummer. Ja. Passen Sie auf, bei Unentschieden, das ist ein Zeichen von Amor. Dann lade ich Sie zu mir ein, ich koche für Sie, wir verkosten leckere Weine und dann können Sie ja nicht mehr fahren und dann müssten Sie ja bei mir. Das wäre bei Unentschieden. Da würde ich lieber ins Dschungelcamp gehen, das sage ich Ihnen. Da haben Sie Frettchen zum Anfassen. Das wäre bei Unentschieden. Ich nehme Papier. Ich glaube, es läuft super. Sind Sie bereit? Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Schere. Oh. Okay, dann werde ich Ihnen jetzt ein Lied singen. Ich liebe Roland Kaiser und ich liebe Frau Kelly. Und die haben ein Lied geschrieben. Ja, die haben ein Lied geschrieben, was genau auf diese Situation passt. Reg dich nicht so auf. Doch, ich füge sie hinzu. Nur eine kleine Silbe und das passt auf diese Schere. Du machst mit. Ich mach mit? Ja. Ja. Ihr denkt, das wäre Unterwäsche. Das ist ein Tattoo. Ja. Ich darf nicht alles glauben, was ich denke. Dieses Lied wird dich jetzt immer an diese Mädchensitzung erinnern. An diesen einen Moment, wo sich dein Leben hätte ändern können. Musik ab! Du solltest nie allein auf eine Sitzung gehen. Okay. Ich wollte mich um dich nur im Kreise drehen. Ich wollte dich. Du willst mich nicht. Ich wünschte einfach, dass wir nur beisammen sind. Du solltest nie allein an der Theke stehen. Ich wollte dir nur tief in die Augen sehen. Ich wollte dich. Du willst mich nicht. Ich wünschte einfach, dass wir nur beisammen sind. Warum hast du nur Nein gesagt? Sag allein an dir. Mit diesem Hauch von Fass mich nicht an. Ich wollte dich verführen. Warum hast du nur Nein gesagt? Im Schatten dieser Nacht. Ich dachte so von Leidenschaft. Jetzt bin ich aufgewacht. Hier gewesen zu sein. Jetzt müssen wir wirklich heim. Macht es gut, alles zusammen. Ah.